Ja. Und weiter geht's. Das nächste Bild. Die nächste Szene. Gepäck aufgeben. Hier kann ich anscheinend mein Gepäck aufgeben. Ach, hör auf! Ah, da ist der Hack. Ich wollte gerade fragen, wo der Alte ist da. Was macht denn der da? Will er einfach die Maus fressen? Du bist eine Taube, Junge! Erstmal brauche ich ein Ticket. Ja. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Alt-Aspen. Fehlercode Pistazie 404. Was? Oh, er scheint kaputt zu sein. Ach Mist. Kann nicht einfach mal was klappen? Robert? Was? Jetzt höre ich schon Lauras Stimme und nicht mehr nur Conroys. Robert, Flintennase! Laura? Laura, bist du das? Oh nein, nicht die! Ach Gott, was ist hier los? Wer zur Hölle sollte ich sonst sein, du Depp? Oh, du bist es! Flintennase, du hast mir so gefehlt. Ich bin so froh, dass du da bist. Ach, sie ist es doch nicht. Natürlich bin ich das. Laura, wo steckst du? Ich bin ins Gepäck gereist und jetzt hänge ich hier im Lager fest. Oh. Oh Mann, ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, Flötennase. Ich hab so gehofft, dass ich dich hier finde. Woher hast du gewusst, wo ich bin? Ich hab Libretta im Gefängnis getroffen. Geht es ihr gut? Ja, noch. Wir müssen uns beeilen und Emil aufhalten, bevor er alle Flötennasen in den Windbrunnen stößt. Also, Wie lautet dein Plan? Wir müssen nach Alt-Aspen. Da erkläre ich dir dann alles Weitere. Ich versuche gerade ein Ticket zu besorgen, aber der Automat ist kaputt. Von hier aus kann ich den Automaten bestimmt reparieren. Toll! Aber wie kommst du dann mit? Ich werde nicht ohne dich fahren. Lass das mal meine Sorge sein. Wir treffen uns einfach in Alt-Aspen. Dann erzählst du mir von deinem Plan. Und dann retten wir wieder die Welt. Wie früher. Ja, dann kann ich dich endlich in den Arm nehmen. Einverstanden. Und ich werde dir erstmal einen dicken, fetten Kuss geben. Oh Gott. Ich brauche dieses Seilbahnticket. Oh Gott. Scheiß aufs Knutschen! Aber ich bin gerade ein bisschen... Wir sind doch... Ich hätte mich vorher noch umsehen sollen. Schade! Das ist echt ein bisschen schade. Das kann ich jetzt so rumwechseln. Oh! Ich guck mich erstmal da ein bisschen um. Dass aber auch den Robert keiner erkennt, weil er ist ja eigentlich eine Lokalprominenz überall. Weil jeder müsste wissen, wie der aussieht, wenn er so ein Verräterschwein ist. Und hier ist so diesen Mausenloch mit Tür. Gut, hacke die Hack, Hack. Oh, Hack! Hoala. Hoala. Wo läuft der? Was? Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. Jetzt weiß ich genau, wo wir sind. Ihr könnt euch erinnern, als wir eben in dem Turm waren, also Männelein, bei der Mühle, da war doch in der Mitte so eine Kugel, die zu schweben schien. Und da fuhren alle Seilbahnen hin. Und die ist deswegen auch, weil die Kugel rund war, von innen natürlich auf beiden Seiten ohne Schwerkraft. Also. Aber trotzdem ist das echt gerade. Boah, da wird einem ein bisschen duselig. Der muss pinkeln. Halt! Nasenkontrolle! Oh je. Ich will nach Alt-Aspen. Dann einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Ich meine, nehmen wir mal an, ich würde nach Alt-Aspen wollen. Also rein hypothetisch. Kein Grund, mich zu beleidigen. Aber wenn ihr nach Alt-Aspen wollt, braucht ihr zunächst mal ein Ticket. Ja. Es muss ein Platz in der Gondel frei sein. Ja. Und natürlich müsst ihr euren kleinen grauen Kumpel als Gepäck aufgeben. In einem genormten Käfig. Ach so, Hack. Ich habe mir gerade das Paket am Anschauen. Irgendwas. Lustiges draufstehen, das geht aber zu schnell. Naja, egal, komm. Ich zieh eher was. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Was brauche ich nochmal, wenn ich nach Alt-Aspen will? Ihr braucht ein Ticket, es muss ein Platz in der Gondel frei sein und ihr müsst eure Taube als Gepäck aufgeben. Es
gibt eine Nasenkontrolle? Keine Sorge, die gibt es nicht für alle. Für wen denn nicht? Die Conroyalisten kann man so durchlassen. Ich meine, wenn man denen nicht trauen kann, wem dann? Und alle anderen müssen sich untersuchen lassen? Ja, ich meine, wir sind ja alle gleich. Aber die sind gleicher. Danke, Captain Obvious. Ohne Brezel. Wo bekommt man hier Tickets? Am Automaten. Aber der ist kaputt. Ansonsten könnt ihr sie auch am Schalter kaufen. Aber der hat nur jeden zweiten Donnerstag an einem Monat geöffnet, der mit einem M anfängt. Und dann auch nur für 5 Minuten. Und der ist auch nicht hier, sondern auf der anderen Seite Asposiens in einer Höhle im Wald, zu der man nur zu Fuß kommt. Okay, danke. Klingt nach, klingt nach dem deutschen Verkehrssystem. Ja, klingt nach der Deutschen Bahn. Definitiv. Klingt absolut nach der Deutschen Bahn. Wenn man irgendwo mal weg muss und der Zug fällt aus, es gibt keine Infos, wie hier bei uns in den schönen Kaldenkirchen in der Total im Kreis 4 sein, wo wir einfach mal festsitzen. Ja, klingt auf jeden Fall nach der Eurobahn-Deutschen Bahn. Klingt auf jeden Fall danach. Also alles sehr originalgetreu nachgezeichnet, dieses Spiel. Ist noch ein Platz frei in der Gondel? Nein, es gibt genauso viele Fahrgäste wie Plätze. Ich bin mir ziemlich sicher, das bedeutet, dass es keine freien Plätze mehr gibt. Kann ich meine Taube nicht auf dem Arm mitnehmen? Dann könnte ja jeder jeden auf den Arm nehmen. Ihre Taube muss in einem genormten Versandkäfig mitfahren oder gar nicht. Ich kann dich auch auf den Arm nehmen, das werde ich gleich tun. Okay, Gespräch zu Ende. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Ich sehe das jetzt gerade. Das ist echt schwierig, dass es auf dem Kopf steht. Ich drehe mich gerade mal selber. Ich sehe, dass hier die Begrenzung ist. Hier kann ich mir ja nichts angucken, weil das schon in der Nähe der Gondel ist. Die Reise nach Alt-Aspen ist komplett ausgebucht. Und die nächste Gondel geht in einer Woche. So lange kann ich nicht warten. Ich fänd's mega lustig, wenn die ganze Schrift auch auf dem Kopf stehen würde, aber das wäre was geht denn jetzt ab? Wie habe ich das denn gemacht? Hallo? Das bin ich nicht. Hallo? Ich bin etwas. Was geht ab? Okay. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Das kann so lange dauern. Robby, das will jemand tut. Alter, was geht hier ab? Nach Alt-Aspen. Kann man das mitnehmen? Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Aha. Ein Plakat. Allgemeine Beförderungsbestimmungen. Zutritt nur mit gültigem Ticket. Freie Plätze nur, solange der Vorrat reicht. Tiere sind in einem genormten Käfig als Gepäck aufzugeben. Halten Sie sich an die maximale Flüssigkeitsmenge. Ich frage mich, warum Hack eigentlich bei ihm noch ist und nicht bei Laura. Aber guck mal, der Automat, der geht von der einen Seite vom Boden bis hierhin zur Decke. Das heißt, die anderen Leute bekommen hier einfach, wenn sie hingehen, an den Verkehr drum, was schon blöd ist. Und Hack berührt hier fast den Boden. Das ist echt sehr. Komm, mal was ich mitnehmen. Plakate, oder? Ja, komm. Hier, du. Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. Ja, mach ich mal ein bisschen Dampf machen. Da lasse ich lieber die Finger. Okay. Also, es geht noch von der anderen Seite. Das heißt, wir können uns hier oben nichts mehr ansehen. Okay. Komm mit dem Ring. Halt! Ja. Oh je. Jetzt ist wieder hier unten die Schrift. Ja, da ist gut. Okay. Brauchen wir nicht. Wir gehen. Dank. Hier wieder runter. Nach oben steht vor allen Dingen da. Oh nein, es ist. Das steht überall nach oben. Da steht auch nach oben. Wie kann denn beides nach oben sein? Junge. Und der scheint hier auch schon ein bisschen länger zu sitzen als seine Fotos hier aufgegangen. Ich glaube, der wohnt hier.
Ich glaube, der wohnt hier. Ja, herzlich willkommen. Das ist die Deutsche Bahn. Er wartet sein ganzes Leben lang auf einen Zug. Oder eine Bahn. Das ist richtig. Herr Kleins Frau im Kräutergarten mit Zitronenbäumchen. Sein Kind mit Süßigkeiten und ein Garten voller Bäume. Schon wieder zusammengeschrieben. Wieder ein Fehler. Wieder ein Schreibfehler. Ich hab's genau gesehen. Wozu soll ich das brauchen? Keine Ahnung. Was riecht der da überhaupt? Er scheint schon länger zu warten. Ach, Quatsch. Hallo, ich bin Robert. Euer Platz sieht aber gemütlich aus. Oh, hallo Robert. Ich bin Herr Klein. Du riechst gut. Dein Geruch erinnert mich an meinen Hund Charlbert. Oh Gott. Das ist eine Mischung aus Angst und Wald. Und wenn du ganz brav bist. Das erinnert mich an Zuhause. Komm doch etwas näher. Lass mich ein wenig an dir riechen. Ich, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Och, komm schon, Robert. Nur ein kleines Näschen. Ein bisschen Heimat für den guten alten Herr Klein. Was macht ihr hier eigentlich? Was ich hier... Oh, also, ich soll den Vogel hier nach Wollingen bringen. Aber meine Bahn hat Verspätung. Seit 3 Jahren. Oh Gott. Ich habe die Bahn aus Wollingen repariert. Also, notdürftig. Oh, Mist. Dann muss ich ja weiterreisen. Ich hasse meinen Job. Ich will einfach nur nach Hause. Das gibt es gar nicht mehr, denn zu Hause deine Frau hat einen anderen. Hallo, ich bin Herr Klein. Du riechst wie mein Hund. Süßer kleiner Ben. Lass mich an dir riechen. Kannst du denn auch mit dem Schwänzchen? Robert. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich warte erst seit 3 Jahren. Deutsche Bahn. Ihr seid bestimmt viel rumgekommen. Das mag stimmen, aber zu Hause ist es immer noch am schönsten. Also, wenn ich mich recht entsinne. Ich war schon so lange nicht mehr dort. Ich erinnere mich nur noch vage an Gerüche. Da war der Zitronenbaum im Kräutergarten meiner Frau und meine Kinder. Kinder riechen immer nach Süßigkeiten. Mein Sohn hat Karamellzuckerwatte geliebt. Und der Duft meines Traums. Was ist euer Traum? Ich wollte immer Holzfäller werden. Der süße Holzduft. Das hört sich aber toll an. Reden wir nicht mehr drüber. Das macht mich so traurig. Mich verstört das eigentlich eher. Psycho, oh nein, der weint. Oh. Es tut mir leid, dass euch eure Familie fehlt. Ja, am schlimmsten ist es, wenn irgendwo ein Geruch herkommt, der mich an sie erinnert. Die Zitronenbäume meiner Frau, ihr Kräutergarten, die Karamellzuckerwatte meines Sohnes, der süße Geruch von Holz. Holz damit zu tun. Ich dachte, das wäre dein Traum, Holzfäller zu werden. Aber dein Traum hat nichts mit deiner Familie zu tun. Also laber nicht. Mann, du Psychopath. Ein trauriger Psychopath. Entschuldigung. Das ist also Haribert? Ja, so habe ich ihn zumindest genannt. Er gehört mir nicht. Ich sollte ihn nur von Würzburg nach Wollingen bringen. Würzburg? Aber die Bahn nach Wollingen war kaputt. Seit 3 Jahren. Ziemlich schweigsam, nicht wahr? Er würde sicherlich gerne singen. Aber seine Gefangenschaft macht ihn traurig. Der Käfig, das spüre klein. Ich, weil es mir genauso geht. Kann ich noch mal an dir riechen? Oh Gott. Der Käfig ist viel zu klein für den Vogel. Mann! Vor allem, wie überlebt er denn? Ich meine, wer die ganze Zeit nur da sitzt, der kann dann irgendwo liegen, so pennen oder so. Oh, jetzt kommen Bilder aufgehangen, das ist ja krass. Aber wenn er die nachher mitnimmt, ist es dann überhaupt noch erlaubt, das verboten wäre abzunehmen. Wo kriegt er aber Essen und Trinken her? Holt er sein Geld eigentlich her? Ah! Und jetzt noch nicht mehr. Das ist so, Euer Vogel sieht nicht besonders glücklich aus. Ja,
Er ist ein sehr komplizierter Charakter, sehr sensibel. Und es hilft nicht, dass er da eingesperrt ist. Ich soll ihn zu einem reichen Wollmagnaten in Wollingen bringen. Da kommt er wahrscheinlich in einen neuen Käfig. Und ich muss was Neues ausliefern. Und immer so weiter. Und immer so fort. Und du siehst deine Familie nie wieder. Wir sind schon wahrscheinlich verhungert, weil die kein Geld gekriegt haben. Weil du einen Job nicht gemacht hast, weil du nicht aufgetaucht bist. Danke, Deutsche Bahn. So läuft das nämlich hier. Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller. Genau wie mein Vater. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Und, übrigens wollte ich dir sagen, dass die Deutsche Bahn scheiße ist. Also doch, die Deutsche Bahn ist scheiße. Aber der VRR ist genauso scheiße. Der VRR ist genau so beschissen. Wenn nicht sogar noch beschissener. Es muss so schwer sein, nicht nach Hause zu dürfen. Aber ja doch, ich wette, meine Frau hat schon einen anderen. Oh, aber ich liebe sie doch so. Das ist so traurig. Aber nicht doch. Eure Frau vermisst euch sicherlich ganz furchtbar. Ich glaube nicht. Und meine Kinder. Meine Kinder. Sie erkennen bestimmt ihren Vater nicht mehr. Ach, herrje, es tut mir so leid. Ich wollte euch wirklich nicht zum Weinen bringen. Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Kann ich noch mal an dir riechen? Oh. Nein. Alter. Wo ist denn euer Zuhause? Zuhause ist da, wo das Herz ist. Und mein Herz ist in Unternickwitz, bei meiner Frau und meinen Kindern und meinem Traum, Holzfäller zu werden. Aber ich will nicht drüber reden. Wenn ich mehr Kohle hätte, hätte ich eine andere Wohnung, eine größere und schönere als diese scheiß Bruchbude mit dem alten verkackten Mistmöbel, den ich gerade lebe. Das ist wirklich ein Drecksloch hier, ich hasse meine Wohnung. Also ist mein Zuhause nicht da, wo mein Herz ist, weil mein Herz ist nirgendwo. Also ist auch nicht mein Zuhause. Es fühlt sich auch nicht wie zu Hause an. Naja, egal. Weiter geht's. Ich nehme an, ihr braucht den Versandkäfig noch? Der genormte Versandkäfig VBA 1? Ja, leider. Na toll. Und ich brauche natürlich auch einen. Weißt du was? Wenn ich meinen Job an den Nagel hänge, gehört er dir. Dann ist der Vogel frei, ich bin frei. Und du hast einen Käfig. Das wäre zauberhaft. Aber es ist nur ein Wunschtraum. Ich frag mich gerade, wenn er von Reiher losgereist ist, ob ich damit Bilder und Koffer gehabt oder was? Weil die Bilder scheinen größer als der Koffer zu sein. Wenn ja, hat er nichts anderes im Koffer gehabt, außer die Bilder? Was? Na gut. Mach's gut. Richtig später. Alles klar, Nelson. Ist irgendwie, frustrierend. Heiß. Cause you're hot and you're cold. You're yes and you're no. Aua, viel zu heiß zum Anfassen. Alter, hast du auch keins mehr? Was ist das? Für irgendetwas ist das sicher gut. Alter, noch was Wichtiges angucken? War doch gerade was über da. Rohr. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Lüftungsrohr. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Also nie. Was kann man hier noch alles? Scheint ein Ketchup-Automat zu sein, der nicht funktioniert. Sein Burger müsste doch mittlerweile schon mega kalt sein, oder? Die Feder ist schuld daran, dass der Spender so schwer zu bedienen ist. Ich würde sagen, lässt sich gar nicht bedienen. So ein muskulöser Typ. Oh, das hab ich mit Prollen, oh, Muskelman. Der müsste das Ding doch ganz locker schaffen eigentlich, oder nicht? Naja, das sind wieder halt in der echten Welt. Alle aufgepumpt, keiner hat Kraft. Alle wollen ja so gut aussehen. Das ist schon.
Ah, ist das herrlich. Ketchup-Spender und Trainingsgerät in einem. Tja, nur, dass der, glaube ich, wirklich gar keine Kraft hat. Der rutscht sogar immer von seinem Stuhl runter. Das ist schon lustig. Hey, Finger weg. Ist das Tor? Hey, Finger weg. Ich wollte ihn doch nur reparieren. Klingt ein bisschen wie die Grundstimme von Tor. So, du Oberproll, du Aufgepumpter, der keine Kraft hat. Mal hier. Das könnte praktisch. Nimm den mit, sieht dir doch eh gerade nicht. Hey, Finger weg. Kannst du noch was anderes sagen? Na, wahrscheinlich nicht, weil die meisten haben ja auch kein Gehirn. Das ist, kommt auch erschwerend hinzu. Naja, gut. Dann.